Grande, Brucey Tree! Presta che la quere snaggers! Awe, stable! Ewo! Lipsa che le zink, tanzi a otze! Hallo, Wittsberger Freunde Römer! Mit der alten Schillersung, jetzt holt er mal, gell? Heute schlafen vor der kurze Ansprache. Ich weiß, es freut mich, dass ihr alle zu meiner kleinen Silvesterfeierlichkeit, so wie jedes Jahr, erschienen seid. Aber man, ihr wisst ja selber, vielleicht ist es vielleicht ein normaler Silvester, aber für mich ist es was Besonderes. Ich habe heute, genau 0 Uhr, zugleich 24 Uhr, vor 36 Jahren habe ich meinen ersten großen Sieg errungen. Ich sage nur, Neujahrsbaby. Mein Lieber, da muss ausbremst die Mama und die ganze Beutel, weil er war. Na bitte. Ich weiß nicht, was Baby. Ich ja, hallo. Bin ich auf den Zeitungsausschnitt da? Bitte ganz groß, ganz lesen. Unser Neujahrsbaby Willi Grieberleck. Na gut, Sie haben es doch falsch geschrieben. Was? Eine Neujahrsbaby Grieberleck haben Sie falsch geschrieben, die. Alphabeten von der Zeitung, ne? Bitte. Jetzt, was ist jetzt noch lustig? Na, geh Herz auf. Bitte, jetzt habt ihr einen Humor. Na, ist es jetzt, jetzt müssen wir nur lachen. Ja, ha, ha. Jetzt hat das Kind schon wieder 10 auf. Der wird das sagen. Jetzt geht bitte nur, weil man vor einer Viertelstunde die Gulaschsuppe über den Smogen klar, da braucht jetzt nicht mehr ein Depp an den Lachen, ne? Ja, na, ha, ha, abputz oder die, Jetzt. Bitte, ich hab mich eh umtändelt, was wollt ihr, was haben sie gegen einen Jogger, bitte. Das war ein Weihnachtsgeschenk von meiner Ex, wenn er mir damals zugemutet hat, ne? Schlecht, bitte, das, mit einer Ansage, der Jogger ist 5 Jahre im Kasten gelegen, Freunde, ja? Und er passt mir noch immer. Was heißt der Tänzi? Der Sieger Tänzi, das ist, als was er Ritterrüstung, du Beutel, ja. Hör so, was hat er wirklich? Das hat man heutzutage in Jogger. Es gibt Leute, die das ganze Jahr nur mit einem Jogger umeinander, ne? Bitte, so wie der Toni, ne? Wo ist der überhaupt? Toni! Der muss irgendwo umkehren. Der hat sicher schon ein Seeglasler Jesus da tun in der Hand. Wo ist der? Also, hey, Toni, mein Freund! Hey! Da schaut er gerade an. Hey! Mit Jogger, wo ich gesagt habe, ne? Aber Moment, bitte. Ich soll dazu sagen, der Toni, der rennt da wirklich, ne? Weil das nicht mehr heute zum Mittag ist er beim Silvesterlauf mitgelaufen, bitte. Hm? Weil es ein Wunder, dass du schon da bist. Hast du mal angehört oder was? Ha, 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 ha. Ja, du weißt wenigstens, für was du schwitzt, ne? Für nix. Ja, du hast dich recht, oder? Nein, ich meine, ich kenne den Toni, bitte. Endlos, wo? Bitte, wir zwei sind in die Mittelschule gegangen. Wir waren ja ein Mittelschulmeister. Ja, oder? Ich war Vizemeister, jetzt im Vortrag, der Bücher, der. Ja? Und das steht bitte. Mittelschule, Leichtathletik, Fünfkampf bitte. Na, wir waren super, die wollten uns zur Olympiade schicken, Freunde. Huh? Ja, sicher, aber wir haben keine Zeit gehabt, weil wir Mathe-Schule weggehabt, die Woche drauf. Sonst waren wir weggefahren, ne? Und dann haben wir gar nicht mal ein Arschfest ausgehauen. Aber immer noch. Nein, ehrlich, du Tolle, der Kunde möchte ich haben, jetzt keine Frage. Super, ne? Aber was der wie immer sagt, sterben müssen wir alle. Die Lebenden und die Toten, wie der alte Schüler sagt. Ne? Nicht die Toten, wie heißt das? Die Kranken und die Gesunden, irgendwann ist es egal, irgendwer stirbt immer, Freunde. Und jetzt wart's kurz noch, bevor ich mich anschmeibe. Ja, puh, will ich kurz meine guten Vorsätze fürs heutige Jahr bekannt geben? Ich werde weiter fressen, ich werde weiter saufen und ich werde weiter rauchen, weil mir ist das wurscht, ja. Und die schlechten Vorsätze, schlechter Vorsitzender, Freunde, sage ich gar nicht, weil sonst werden da ein paar Damen nicht mehr schicken nervös. Oh, genau, am Scheiß, da gibt's das auch. Hallo, was ist da? Was hat's denn? Was macht? Der Geburtstagsüberraschung oder was? Was ist das? Hä? Oh.
Miss Gibson. I need me seeks a blask. I'm just real shots again. Look at me, the machine of Donetso Sylvester. I'm just real blades in me there. His Mackie Boots, the wind is real too for me. Glaubst du immer nur, das passiert an anderen, das gibt's ja nicht. Bitte, wieso ich? Bitte, wie? Wieso ich, bitte? Wieso? Ja, ist das gut mal wieder ungelenkt, weißt du? Warte mal, vielleicht bin ich aber nicht tot, das kann ich nicht sein. Das ist das Koma. Ich weiß schon, die müssen mich zurückholen. Hallo, Freunde, hört ihr mich noch? Hallo, ich bin nicht tot. Hallo, ich schaue vielleicht zu Hause, ich weiß nicht, das sieht man nicht. Hallo, bitte, ihr müsst mit Mut bearbeiten. Ihr müsst das mit dem, hallo, das von der Vorschütter, was wir da extra haben. Der Kurs hat die 150 Schuldig, was wir da haben, extra zahlen müssen, bitte! Das wird Mut! Bitte! Hallo! Bitte, ich bin nicht tot! Die Herbe, das gibt es nicht, ich bin mit dem Finger! Schaut jetzt! Schaut, ich bin mit dem Finger! Bitte! Lass ab die Achse von dem Volltrottel, das geht's ja nicht! Und die Leute trotteln an euch! Bitte! Ja, na wo, ich kann eh nicht sehen, dann muss so nicht los sein. Ja, na wo, siehst du jetzt einmal? Kommt da wer, oder was ist da, oder wer, oder was, oder wer? Ich komme schon. Ein bisschen Bess, oder was? Scheiße, Silvester, bist du betrunken, oder was? Also, da bin ich, wo hast du Problem, hä? Ich bitte, hallo? Wo sind Sie? Was jetzt nicht? Bitte, ich bin zum ersten Mal da. Jetzt weiß ich nicht genau. Hallo, wo ist denn der? Bitte, wo sind Sie? Sind Sie vielleicht unsichtbar oder was? Was ist mit dir? Machst du Spaß oder was? Na, was ist unsichtbar? Da bin ich in deinem Körper. Was, wo? In deinem Körper? Hm? Da spürst du nichts oder was? Na ja, was siehst du jetzt, ja. Ich meine, meine Tochter sind die Brötchen vielleicht, aber... Soll ich Sie eine Frage? Bin ich jetzt tot oder was? Na, glaubst du vielleicht, du hast du eine Albträume oder was? Nein, ich habe mir gedacht, vielleicht, dass das Koma ist zum Beispiel, nicht? Was ist Koma? Koma? Willst du mich ein bisschen verarschen oder was? Habe ich ganz genau gelernt, Koma ist Bestig. Was willst du? Was glaubst du, wo du bist? Ha? Das ist alles nur Zwischenlager. Ha? Das ist gar nichts. Und ich bin Lagerarbeiter. Verstehst du? Also, okay. Gehen wir mal rüber in die ewigen Jagdgründe. Na, Moment, bevor man da überhastig muss. Kann das sein, dass das alles ein Irrtum ist, zum Beispiel? Weil, ich hab gesagt, da verschaut vielleicht. Ich bin nicht böse, kann passieren, das 36 bei 63 angeschaut oder was. Gebt es zu, seid ihr kritisch. Ich weiß, es sind die Feiertage, man ist nicht so konzentriert vielleicht. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ja, Gründe, ne? Blödsinn, ich bin überhaupt kein Jäger, nicht? Na, bist du auch nichts als Jäger vorgesehen? Muss man noch etwas haben in der Gründe, was man schießen tut? Ha? Kann ich jeder sein, der Jäger, das genügt. Also, wo wir zwei mit gegen mir? Bitte. Was ist das? Was bist du, 36? Spürst du dich aber an die 86 oder was? Bitte deine Gelenke alle komplett gerostet oder was? Ha? Bitte frage ich dich, was hast du gemacht? Ha? Was ist jetzt? Geht eh? Was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, wieso hast du nichts gemacht? Den ganzen Tag nur blöd sitzt da? Zu Hause vor dem Fernseher sitzt da? Dazwischen im Auto sitzt da? Im Büro sitzt da?
Dann fisch ich ein bisschen frister. Auf Nacht geht zu Heurige, saufter. Zu Hause keine Frau, nix knallter. Jetzt stirbt er. Bitte? Beispiel? Dann frage ich dich, Willi, wieso hast du nie ein bisschen Sport gemacht, hä? Oh, bitte, jetzt haben wir's. Na, du hast ja eben kommen jetzt am 6. Kasperl, das ist auf dem Fall. Kasperl, bis am Ende. Kasperl, bitte. Bitte, Spitzensport bis vor kurzem, also. Bis zum 16. Lebensjahr, bitte. Kasperl, bitte mittel schon warst ein Fünfkampf-Beispiel, nicht? Na, was ist das jetzt? Steppert eine dran, oder was? Mittel schon ein Fünfkampf? Willst du mich schon ein bisschen verarschen, glaube ich? Was ist du alles? Habe ich dich gehabt, ständig 36 Jahre in Beobachtung? Ja? Weil muss ich zugeben, bin ich auch ein bisschen stolz auf dich. Okay? Warst du neben mein erster Neujahrsbaby? Wie habe ich gemacht? Ja? Genau 3 Sekunden nach 12? Kommt da. Haben wir exakt 100% und unter Garantie. Hast du von mir bekommen eine absolute super Körper, weil ich krieg's lieber ein Scheißdreck, kannst du sicher sein, ja? Und mit so einem Körper, nichts gehst du und machst du eine Mittelschule-Meisterschaft oder was? Na, musst du vor eine Olympiade. Sage dir, locker hättest du gewinnen können. Goldmedaille, okay. Vielleicht keine Goldmedaille, aber mit deinem Körper unter Garantie. Bronzemedaille, das ist der Logo gewinnen können. Was? Geschlecht. Bronz, was hat der Bronz? Mit Tölke, ja. Und wieso sagt man das gar nicht vorne, bitte? Man meint das was, na kannst du nichts wissen. Sonst ist ausgemacht, bitte. Na, das geht nicht, hä? Bitte. Ja, aber. Man, so schlecht bin ich nicht bei Norden, weil also, bitte. Man, sagen wir so, für einen Pokal war ich immer noch gut, gell? Was willst du denn, den Pokal? Machst du Spaß, oder was? Ja? Du bekommst keinen Bugal, du bekommst eine schöne Kranz mit Rose vielleicht, aber sonst nichts. Ha, 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 ha. Ja. Ich hab zahnlegenden Humor, da bitte. Ich bin das überhaupt nicht lustig. Okay. Geh mir nicht irgendwas dran. Ich bin 36, ich bin so wie. Was ist das? Du deppert Ronzen, oder was? Bitte habe ich immer dieselbe Probleme in Österreich. Österreich kommt und ranzt. Beispiel habe ich gehabt, der junge Bub, ja, 22 Jahre, ja, die Volltrottel, ja, fährt er nach Disco, voll blunzelfett, ja, fährt er mit Auto frontal im Baum. Okay, bitte, Hake ab, super Kritik in Corona-Zeitung, ja, alles. Foto, namentlich Erwähnung, alles und er kommt und raus. Bitte frage ich dich, was will er? Ronze mich an, bitte, bitte, was ich bin 22 Jahre, kann man nichts machen. Habe es gerade bestellt, super Alufelge bei Forstika, irgendwie, ja. Ronster, weißt du, ich schwöre, ich trinke nie wieder einen Tropfen Alkohol, ich schau, nie wieder trinke ich einen Tropfen, okay? Ich aber auch habe Herz, ja. Weißt du, bin irgendwo Mensch geblieben, ja? Und lass ihn wieder Druck, okay? Was passiert? Ein paar Jahre später, Jona, ich weiß, er wird wieder besoffen, nicht? Nichts besoffen, ja? War der nüchtern im Bahn, die Volltrottel, hey? Okay, andere Beispiel. Hab ich schon gehabt, Selbstmord, was kommt da? Und sagte, oh, glaube ich, habe ich gehabt eine Irrtum. Lass doch mich wieder zurück, oder was? Ja, wollen mich alle verarschen, oder was? Moment. Jetzt bleiben wir aber ein bisschen am Teppich, jo. Wenn man immerhin, ich meine, ich bin kein Selbstmörder, dann bist du schon. Aber langsam. Auf Ratte. Bisschen Niere kaputt gemacht, Gallenstadt gezuchtet, Leberarsch aus, du bist hart wie Granit. Ja? Gehst du nur zum Spiegel, machst du selbst Kontrolle, ja? Siehst du die Buddelnacken, schaust du und siehst du, bist du Scher. Oder glaubst du vielleicht, schaust du aus wie Fotomodell, ha, dann schaust du nichts. Nimmst du illustrierte Vergleich, schlagst du durch, alle Fotomodelle schaut anders aus wie du. Alle. Aber komplett, okay, eine schaut aus wie du. Aber das ist ja keine Fotomodell. Das ist der Next. Pass mal auf. Sie langsam gehen mal, was die Kabel oft da herum. Ich meine, jetzt. Man lebt besser, ja. Ich meine, wo bin ich, Lehmann? Weiß ich nicht.
woest, is mijn kleine wat beleiding gebracht met nu iemand het los, joh. Kast mij mocht het zijn spaas voor jou, joh. Kast mij gefreit is van mij je toch een vrouw in spiegel en schaam me denk dat goed, keiner toe het er net uit de zent poets het dat trotsdem, niet? En dan neem je mijn elektrische zandpistel en mijn handjes naar de machine gaan zien en zetten in het zuid op voedsel. Kast mij mocht het zijn spaas van mij op je hart stressteek want ik heb geen oma naar je herzkastel, bitte. Kopf, das ist schäb und sitzt in der Sonne aus, alle lecker in der Schnupf, das Bier und die braunen Fettnasse. Dass die anderen glauben, sie sitzen beim Feuerwehrherrn, bitte. Oh. Oh, wie, Moment, mag ich mir so, regst du dich vielleicht einmal nicht so auf, denkst du auch ein bisschen an deine Kreislauf. Hör die Scheiße auf mein Kreislauf! Ist doch eh schon wurscht! Und das habe ich mir einfach nicht verdient! Nicht mit 36, bitte! Ich will immer noch gut für einen Pokal. Jederzeit stell mich hier mit dem blinden Buben, bitte. Jederzeit. Und so, und ich geh nicht mit. So mach ich das. Ha! So, aus der Schmier, komm, Amante, du verschwindest aus. Aus! Du, ich prügel dich mit Deutschland. Verschwind aus! Ich bin ein Stück österreichische Sportgeschichte. Was doch ist in der Schülerzeitung, weil er war. Kleiner Rede vom Direktor, kleiner Lebenszeiter, Blut. Kleiner Blut. Kleiner Blut. Hallo, Freunde. Was ist? Hat er gerade erwischt? Es gibt's ja nicht. Hat er gerade erwischt? Hey, schaut so betroffen, was ist das? Puh. Spiegelt. Super. Freunde, schaut jetzt um jetzt an. Scheiße Gott, was da mal nicht da jetzt gibt. Schaut seitdem, sag ich mal, Brötchen bitte. Die Gulaschsuppe ist auch in Ordnung, die müsst ihr genau auswählen. Also ein Smoking, das ist auch noch in Ordnung. Ein Sekt im Zirkel, mach auf eine Flasche Lume mit Sekt. Willi, was ist mit dir? Magst du Spaß? Hab ich geglaubt, du willst Pokal? Scheiße. Wenn ich scheiße, ich bin. Also leicht hast du mich nichts los. Ha? Alter, bitte, hast du mir beinahe Genick gebrochen? Bitte, hast du noch die Urkraft? Ja? Dann bist du teppert. Pass auf. Magen wir folgende? Ich muss sagen, bin auch noch sentimental, ja? Ja. Hast du doch mein erste Neujahrsbaby, ja? Ja. Mache mir zwar einen Spaß. Ja. Ich gebe dir ein Ja, aber exakt. Schaust du vor, ja? Gewinnst du einen Fünfkampf, hast du Glück, ja? Und ich streiche dich komplett aus Liste, kannst du werden 100 Jahre, okay? Moment, was heißt gewinnen? Wir haben vorhin einen dritten Platz gesprochen, aber ja, das haben wir doch okay, gelaufen. Ja, dann streite ich mich wegen zwei Plätze, ich bitte. Nein. Machen wir. Muss sein, eine reguläre sportliche Wettkampf. Nichts, du gehst in Geschäft und glaubst, da kannst du vielleicht Pokale, das geht nicht. Ja? Na. Mit Wettkampf? Ja. Minimum 10 Teilnehmer? Ja. Hey, gut, machen wir 9 Teilnehmer, ein paar Prozent mehr drin sein. Ja? Okay. Nein, nein. Sind wir vielleicht auch am Flohmarkt oder was? Ja, nein. Okay, na, machen wir neu. Ja? Super. Aber ich sage, schaffst du nie, ja. Bist du 100% gedottet. Ja? Aber nicht so schnell. Verstehst du? Ja. Langsam, ja, da. Aha. Dann kannst du genießen. Ja? Das ist lieb, danke. So, das steht dann im Badezettel, kennst du, nach lange, schwere Leiden, ja? Ja. Okay? Machen wir so. Das geht. Ja, was, Moment, was hast du mit den langen Leiden? Na, warte, müssen wir uns detailliert unterhalten, bitte. Pass mal auf, hallo, dann leg los mich jetzt allein, bitte. Ich bin jetzt allein, eine Chance zu haben, na? Da, lass ich die alle da. Also, ciao. Wer? Grüß Sie, Grimanek. Ich. Sind das alle, fand das von dem jetzt nicht? Sind das alle Enkel oder was? Ich. Nein, nicht böse, ich kann mich jetzt nicht mit euch, weil ich hab da kurz nach 12, das heißt, ich hab nicht ganz ein Jahr Zeit. Gut, was tun wir? Auf jeden Fall, ich muss jetzt. So fängt's an, das einmal nicht mehr. So einfach geht das. So, zack und fort! Braucht kein Mensch mehr. So, gut. Punkt 2 ist Punkt. Gut, das war aber Fußbackel. Nein. Nix. Ich reiß mich zusammen. Komm, Alkohol nie wieder antrufen. Ab heute bin ich abstinent. So, Punkt 3 ist gleich mal der Bauchhädelfriedhof. Da muss ich. Ja, da weiß ich nicht, da muss ich da hab ich.
Ja, da moet 50 Kilo sagen, ne? Das geht. Ja, nein, 10 Tage ist das weg, fressen wird nichts mehr. So, und dann Punkt 4 ist gleich mit Trainingsbeginn. So, was war dabei beim Fünfkampf? Halt, ja, Grenz haben wir auf jeden Fall, das weiß ich sicher. Dann, ja, 5 Sachen waren es, da bin ich eher wurscht. Ich fange mal an mit einer Grundübung. Ich mache einmal einen Liegestütz, schief vom Sessel, aber nein, halt nicht vom Sessel, aber flach einmal. Man darf es nicht übertreiben. Flach, aber schön, was? 30 Ski auspumpen, das ist wichtig. So, gehen wir es gleich mal an. Und an. Nicht. Und an. Und den. Na, hört das aber, da hängen wir den Reißverschluss. Das ist so ein Blitz. Hol mich doch her. Doch her. Aha. Oh, 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 lustig. Ja, komm, reiß dich ein bisschen zusammen, jo? Bitte. Jo. Ihr seid jetzt erst dazugekommen, ihr wisst überhaupt nicht, um was da geht. So fängt das ja mit von vornherein an. Ja. Also dementsprechend ein bisschen benehmen. Ja. Das schaut jetzt vielleicht nicht so aus, aber ich bin vor kurzem Spitzensport. Also bis zum 16. Sehr wurscht. Oh. Wo bist du denn? Ja, aber ich reingegangen schon. Ja, schaut vielleicht nicht so aus, aber die wollten mich zur Olympiade schicken. Ja, natürlich, sicher. Ja. Aber weißt du, wie es ist? Da bist du dann weg zur Olympiade und auf einmal lernst du ihn kennen. Ne? Ja, weißt du, der Klick hast den Bundestrainer vom Leichtathletikverband, wenn du der Pech hast, die Gabi. Aber ich bin jetzt der beste Hose aus der Siedlung, möchte ich dir nicht mehr sagen. Ja, bitte. Ja, und genauso schnell, wie der Gabi drin war, war es der Kampf schon draußen. Ne? Ja, wo ich sagen muss, ja, es war eh nichts Ernstes mit der Gabi. Das war nur so. Darum haben wir jetzt auch vor 3 Jahren von der Scheine lassen, weil das hätte keine Zukunft gehabt. Das war Blödsinn. Ne? Da bin ich jetzt geraucht, das wird, hab ich auch gleich angefangen, nicht? Auch verleibert, nicht? Ne? Bitte ein Backel pro Tag, nicht? Und dann bitte sofort, also innerhalb von, na kurz, 9 Monaten, nachdem ich den Gabi kennengelernt habe, habe ich 12 Kilo mehr gehabt. Da kann ich mal sagen, da hat es ein Backel geschickt am Tag. Ne? Bitte stellt euch vor, hätte nicht geraucht. Ne? Da war ich jetzt Bischof. Ja, die Gabi, die derselben Zeit hat die Gabi auch in den einen Monat ihre 8 Kilo zugelegt. Ne? Die heißt jetzt Manuela, kurz mit dem Monat einen 5er. Ja, was brauche ich da noch? Obi, bitte, ich möchte hier nicht, also dass da nicht der Eindruck entsteht, ich möchte der Familie die Schuld geben am Ende meiner sportlichen Karriere. Absolut nicht. Also, das war irrsinnig unfair. Also das ist auch von mir ausgegangen natürlich, nicht teilweise. Na, ist ja klar, als junger Mensch, da willst du einfach zur Partie dazugehören, weißt? Da willst du der Außerseiter sein, irgendwo am Rand der Gesellschaft. Nicht? Da willst du einfach mit den anderen am Wochenende in den Tests gehen und so. Und ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, ich bin auf die Welt gekommen. Also, aber, ich meine, nicht behindert, nicht rothaarig, nicht schwul, kein Ausländer, keine Frau. Also wirklich, also auf gut Deutsch, ein vollwertiges Mitglied von unserer Gesellschaft heute. Ja. Und da sollte ich mich jetzt privat am Rand der Gesellschaft begeben. Bitte als Amateurleichtathleter, da hätte ich auch einen Schuss gehabt, da war ich mein eigener Feind. Da ist ich mit der Superklein integriert. Zu der ganzen Partie da, da waren wir so, aber na, da ist da hin. Aber Moment, ich bin immer ein sportlicher Typ geblieben, also das möchte ich schon. Also ich bin immer, wie gebe zum Beispiel Spurtfügung auf mein Auto um und da Bozen Spoiler hinter, also das, ich bin schon, also ich bin da schon na, sehr orientiert, sportmäßig. Und das hat eigentlich, wenn man nicht so nachreflektiert sogar, hat mich meine Liebe zum Sport im Endeffekt die Ehe gekostet. So absurd es klingt, aber ja. Die hat man nämlich, ja. Die hat mir mit einer Regelmäßigkeit in den Abendspurt reingequatscht. Ja, das glaubt man nicht. Nein, aber nicht absichtlich. Derer ist das passiert, weißt du? Weißt du, es ist, am liebsten habe ich es gehabt beim Totoschein, weißt du? Musst dich konzentrieren, weil alles ging gleich. 1x, das hast du in Deutschland, da der Fernseher. Nicht? Die ganzen Vereine, alle mit FC, jetzt bringst du das durcheinander. Dann alle ausländischen Clubs, Donauwitz und was weiß ich, nicht? Ja, und dann tust du, nicht? Und
Da kommt aus der Kuchel irgendein Blödsinn. Weißt du, wie du heiße Perle, sag einmal, du die grauen Socken, sag einmal, kennt in die Schmutzwäsche, ich riech's, ich bin verkühlt, du. Weißt du, doch, nein, ich kann nicht lachen, wir sind so die Kavitz aber Aufgabe von Pferden, so bin ich gesessen, ja. Bitte, nur wenn ich jetzt mit da zurück erinnere, ja. Wer gibt mich, nein. Ich tu mich gar nicht mehr einsteigen, weil sonst bin ich gar nicht mehr da. Ja, bitte, was willst du, kannst du noch Schädel lassen. Was willst du machen? Ne? Aber es war beruflich nicht gegangen, muss ich ehrlich sagen. Also die sportliche Karriere, nicht? Weil irgendwann stehst du vom Punkt, nicht da, musst du dann entscheiden, entweder ja, berufliche Karriereleiter oder sportliche Karriere. Und ich habe mich richtigerweise für die berufliche Karriereleiter entschieden. Und das ist, ich meine, ist ja ganz klar, jeder Mensch weiß das. Wenn du heutzutage drinstehst im Berufsleben, ja, wo bleibt dann eine freie Minute für einen Sput oder irgendein Blödsinn? Nein, ist es so nicht. Bei dem Leistungsdruck, den jeder heutzutage hat. Nicht? Und gerade wie auf der Gemeinde, muss ich sagen, ja, wir haben da. Ja. Ja, danke für die Anerkennung, weil, ja, die meisten wissen das nicht mehr so wenig zu schätzen, ja. Und zwar, ich bin da bei den Wasserwerken, ja. Ja, die Staatsabteilung, ich bin zum Beispiel zuständig, was mich interessiert, für die ganzen Hydranten in die Außenbezirke, ne. Ja, weißt du, musst du immer kontrollieren, ob es wandern oder was, nicht immer schauen. Ja, ja. Und wir haben da einen Magistrat, zum Beispiel, und das wissen die wenigsten, wir haben da Sportsektionen. Und ich bin da bei einer kleinen Spezialsektion, ein bisschen was ausgefallen ist, warum nicht? Und zwar, ich bin da bei der Tischtennissektion. Ja, da sind wir zu zweit. Und ja, das reicht. Es geht natürlich. Gut, beim Ringerl ist eine Rennerei, nicht? Aber so geht's, nicht? Und zwar, da bin ich eben, der zweite ist der Meier. Also Meier, ich weiß, ihr kennt vielleicht wer. Meier, namentlich vielleicht ein Begriff mit Ei, eh normaler. Meier, der sitzt im selben Stock mit mir im selben Zimmer. Ja, eh klar, wenn es das selbe Stock, das Zimmer hat. Also das war so ein Zimmer, das gibt es ja nicht. Nein, aber da haben wir halt immer so unsere Ping-Pong. Also Moment, Ping-Pong ist jetzt dasselbe wie Tischtennis. Das ist nur eine andere Sprache, das wissen vielleicht die wenigsten, darum sage ich es auch zur Erklärung dazu. Ja, da haben wir unsere Meisterschaften so einmal am Tag, weißt du, so in der Mittagspause von 10 bis 2. Und, ja, und ich muss ehrlich sagen, obwohl der Meier jetzt im Gegensatz zu mir, ja, komplett unsportlich ist, aber komplett, ja, und auch technisch nicht gut. Weißt, nein, er ist ja so ein Putzer. Weißt du, ein bisschen so aufschleißig. Nicht? Aber trotzdem, der Mensch hat einen derartigen Ehrgeiz, der hat dann die Jahreswertung ganz knapp mit 18 zu 243 Partien gewonnen. Nicht? Sag einmal, hast du einen Sprung im Schüssel oder was? Ich meine, probierst du das einmal im Ball, triffst du einmal eine andere Variante. Nicht? Jetzt, ich meine, da ist es geil, wenn der Ball auf dich zugekommt. Nicht? Jetzt. Hör mal auf, das hat ja keinen Sinn, ich freue mich nicht mehr mit dir spielen. Ich meine, da kann ich gleich mit der Wand spielen, bitte. Ob ich die Wand ist leer, dann kommt der Ball wenigstens einmal zurück. Vergiss es, lass mir es gut sein. Ich gebe was einschneiden, ich nehme was mit vom Schwagern, vom Fleischhocker, Leberkass, vom Feinsten, halber Kilo, reicht für mich. Oder? Machst du einen kleinen Hocker, ha? Na, danke. Ich bin auf Diät. Was? Was machst du? Adi, schon ein bisschen, oder? Ich meine, ein bisschen, hä? Schon, hä? Ich meine, was machst du an Diät? Hör mal auf, bitte, ein Mann ohne Bauch ist wie ein Kohl ohne Cognac. Jetzt geht's schon dahin. 3 Kilo sind schon weg, Freunde. Herr Wille kommt zurück. In der Früh renne ich meine 10 Kilometer und auf die Nacht renne ich auch noch meinen 10er. Und ich muss sagen, da bin ich jetzt das erste Mal froh, dass ich nicht mitten in der Stadt wohne, sondern daher lasst bei uns in der Siedlung. Nein, ideale Trainingsbedingungen für den Spitzensport. Wirklich wahr. Weil es ist schon ein bisschen grün bei uns draußen, weißt du? Da drüben ist zum Beispiel ein grüner Altglas-Container. Ne? Da vorne ist ein grünes Plakat mit der Petrovic und einem zweiten grünen um zwischen die Augen.
So hat sie herumgesprochen wegen Grünen, das ist gut. Braucht ein bisschen eine politische Vorbildung, ist ja klar. Da vorne an der Wand ein neongrünes Hockenkreuz. Lastbaum, gestern abgehakt. Nein, aber das geht sehr nicht. Obwohl ich muss ehrlich sagen, unter uns, mir ist lieber, es ist ein Futter mit der Krostbank. So, wirklich. Obwohl, aber gehört wird das nicht. Na wirklich nicht. Weil, ich meine, das ist schade, weil, wenn du mal bedenkst, dass das ein Arbeiterbezirk war, weißt du? Ja, gut, da drüben ist aber ein Rotshockenkreuz, dann passt es wieder, gell? Halt, da vorne ist eine grüne Ampel, die der Wiesche noch mal einen spürt. Sag mal, was ist mit dir? Dann nimm uns vom Rechts, komm mit der Kehrt und dir Loch. Entschuldigung, nein, ich hab jetzt gar nicht, was heißt, rechts, komm mit Herz ab, Sie haben rot, bitte, ich hab grün. Oh, um das geht es jetzt nicht überhaupt nicht. Glauben Sie, los bitte von der Kühlpendel terrorisieren oder wo? Ruhigsuhr, auf der Straße gibt es nämlich nur ein Gesetz. Und das ist das Gesetz von den Stärkeren, verstehst? Ach so? Na dann steck aus. Komm, mach's jetzt, komm, steck aus. Du, steck aus, ja, du, steck aus, du. Stege! Du Fresser! Du Stege! Soll ich ihm noch hochrennen, gell? Okay? Aber schnell aus der Siedlung und rein in den Wald. Weg von den wilden Tieren. Und da in der freien Wildbahn merke ich jetzt nämlich erst, was mir die letzten Jahre alles so gegangen ist. Minus 5 Grad. 80 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit. Na, aber da muss man besser. Da nutzt nichts, da muss besser, weil ich merke ja, was mir die Fetten so richtig anrennt. Hoffentlich rennt hinter mir keiner Loch, weil dann hat es auf Pappen vernünftig. aber da ist eh keiner. Da bin ich eh Muttersöhner Later im Wald. Da, was ist da von? Da rennt nur einer. Ich ist aber lieb. Ein anderer Joker, das ist aber wirklich nicht. Das ist ein Fred, na gut, du hast schwarzen Theorie. Na gut, also, wähle den Misch mal auf, na was so. Na, aber langsam ist er nicht. Scheiße, jetzt rempert die Brüne an, oh, was? Scheiß Gott, wenn ich meinen Windschatten nicht sagen will, das ist wieder typisch. Aber wir kommen morgens mit der Lauftechnik. Da hol ich mal mit der Technik. Das beschleunigt noch, das. Ein Wurzel. Das ist ein Mausklutsch. Ein Wurzel, den hol ich mir noch. Wo ist er? Wo bin ich? Geschleppte Herz! Da gibt's es. Ah, jetzt. Hallo. Da hat dem wieder was benannt. Hallo. Bitte, ich bin das. Der mit der Gutschrift. Hallo. Und was ist da jetzt? Man kommt da jetzt wer oder wie oder was? Hallo, Willi. Was ist mit dir? Hä? Bist du wieder trug oder was? Ja? Hat ein bisschen Scheiß drauf. Hä? Glaube fast, du bist ein bisschen lebensmüde. Was? So, na bitte, bin ich überhaupt nicht lebensmüde. Also, wieso magst du dann Rennen mit Mountainbiker? Hä? So, entschuldige, mir ist die Brühe angerennt, ich meine, was er wird, ich muss. Wenn ich mir doch der Blind so rot, da war ich verunsichert. Ich weiß ja auch nicht, was soll ich machen, bitte her.